kleiner grauer Papagei lebte mit vielen anderen Tieren in einem grünen Wald. Sie war ein fröhlicher Vogel und liebte es zu fliegen. Eines Tages kam ein dunkles Gewitter. Feuer! 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 Feuer, Feuer, lauf zum Fluss! Einige der Waldtiere rannten und flogen schon zum Fluss. Aber viele andere Tiere waren mitten im brennenden Wald gefangen. Der Papagei hat eine Idee. Sie flog zum Fluss. Die Tiere, die entkommen konnten, versammelten sich dort. Der Papagei sagte zu den anderen Tieren: Lass uns mit Pfoten und Schnabel und Blattschalen Wasser zum Feuer tragen. Lasst uns die Flammen löschen. Unsere Freundinnen, unsere Freunde und unseren Wald retten. Aber die Tiere sagten: Es ist zu spät. Wir müssen hier bleiben, wo es sicher ist. Es gibt nichts, was wir jetzt tun könnten. Aber der Papagei sagte: Kann sein, dass wir es nicht schaffen. Aber wir müssen es versuchen. Die anderen Tiere sind von Feuer umgegeben. Das sind ja unsere Verwandten, unsere Freundinnen und unsere Freunde. Und die Bäume können nicht wegrennen. Sie sind auch unsere Freundinnen und Freunde. Sie schenken uns Luft zum Atmen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Ich werde tun, was ich kann. Sie sprang ins Wasser und machte sich die Federn nass. Dann flog sie zurück über das wütende Feuer. Als sie über das heiße Feuer flog, schüttelte sie Tropfen auf die Flammen. Dann flog der kleine Papagei zurück zum Fluss und tat es wieder und wieder. Als die Tiere am Fluss sahen, wie sehr sie sich bemühte und wie anstrengend das war, habt ihr ihre Meinung geändert? Sie sagten: Vielleicht ist es zu spät, um alle zu retten. Aber wir müssen es trotzdem versuchen. Der Wald ist nicht nur unser Zuhause. Es ist unsere Familie. Ja. Also sammelten auch sie Wasser in ihrem Fell. In ihren Federn, in ihren Schnabeln, in Eimern. Und gemeinsam eilten sie zurück in den Wald immer und immer wieder. Hoch über der Erde wachten die Götter und Göttinnen von ihrem goldenen Palast in den Wolken. Sie lachten über den Papagei, ihre Freundinnen und Freunde. Seht euch das an, dumme Tiere. Sie denken, sie können das mächtige Feuer mit ihren winzigen Tropfen aufhalten. Sie werden es nie schaffen. Aber einer der Götter hatte Mitleid mit den Tieren. Er verwandelte sich in einen goldenen Adler. Dann flog er zu den Tieren, um sie zu warnen. Rettet euch! Ein paar Tiere können einen Waldbrand nicht aufhalten. Eure Tropfen sind nicht genug. Ihr werdet euch nun selbst verbrennen. Aber der Papagei und die anderen hörten nicht zu. Wir brauchen keine Ratschläge, wir brauchen nur mehr Hilfe. Wir tun, was wir können, sagte der Papagei. Der Adler dachte an die anderen Götter und Göttinnen, die über die Tiere lachten, und sein Herz füllte sich mit Scham. Er begann zu weinen. Seine Tränen wurden zu
beruhigenden Regen, das auf das Feuer fiel. Es erlöschte die brennende Äste, der Waldbrand erlosch. Und wo die Tränen fielen, wuchsen neues Gras, neue Blätter und Äste. Die Tränen des Adlers fielen auch auf den Papagei. Ihre Federn wurden gelb und rot. Juhu! Juhu, ich bin jetzt bunt!